verdauert mal die Laune, kommt die Skepsis und die Last. Doch ich brauche mehr Vertrauen und ich wechsle mal den Platz. Und warum kämpf ich? Was hat das Gefecht mir jetzt gebracht? Warum soll der Zustand bleiben, den man letzten Endes hasst? Ist man nicht zufrieden, doch hat Änderung gemieden. Dann ist die Komfortzone, was sich drängt und ruiniert, um was Neues zu probieren. Schritte mal zu wagen, braucht man selber den Impuls und auch die richtige Courage. So beginne ich die Tage, schau in den Spiegel und ich sage, dass ich mich doch immer selber liebe mit Visage eines Engels und trainiere meine Mimik so im Bad. Mache das am Morgen zur Routine und ich starte etwas besser für das Wohl und noch Behalt. Wollte gerne um den Globus reißen, doch der Globus ist im Hals und wird dadurch metaphorisch meine Luft knapp. Wird es für mich Zeit loszulassen und ich packe meinen Rucksack. Meine Fantasie den Weg zeigt, wenn ich ein paar Engelschöre höre, die belebt scheinen. Und man könnte schwören, dass ein lässig dummer Quälgeist plötzlich verschwindet. Danach bin ich an Ideen reich. Und meine Fantasie den Weg zeigt, wenn ich ein paar Engelschöre höre, die belebt scheinen. Und die klingen schön, doch ich merke, das versteht kein anderer Weggefährte, aber macht mich ideenreich. Sortiere mein Gerümpel und ich schau nach Relevanz, im alles weniger gesünder und ich brauch als Proviant nie so viel. Reflektier genau, was ist denn wichtig oder heilig, ich muss bei mir selber bleiben, um mich nicht mehr zu vergleichen. Ich höre auf die inneren Signale, ich bestimme und hab die Wahl und da ist ziemlich trivial, was in irgendein System ich gerne hätte. Es will nur den freien Willen rauben und ich leere Höhlen ersetzen, manche Dinge wollen mich stressen oder brechen. Ich verschwende sinnlos Energie, wenn ich es damit Kräfte messe, doch ich spüre ein SOS von meinem Herz und meiner Seele. Merke, ich muss gehen an neuer Berg und neuer Weg, aber kein Eskapismus, denn ich flüchte in der Tat und meine Psyche macht die Rückendeckung klar. So wie vorher komm ich einfach nicht mehr weit und ich geh aufs Ganze und ich träum, ich hätte einen heiligen Schein. Meine Fantasie den Weg zeigt, wenn ich ein paar Engelschöre höre, die belebt scheinen. Und man könnte schwören, dass ein lässig dummer Quälgeist plötzlich verschwindet. Danach bin ich an Ideen reich. Und meine Fantasie den Weg zeigt, wenn ich ein paar Engelschöre höre, die belebt scheinen. Und die klingen schön, doch ich merke, das versteht kein anderer Weggefährte, aber macht mich ideenreich. Manche Zeiten waren im Leben wirklich schmutzig oder ätzend. Manche glaubten da vielleicht, dass ich da Schutzengel hätte. Was hab ich alles schon in der Vergangenheit geschafft und mich dann wieder durch Verstand hier aufgerafft. Andere Leute haben dann nur gesoffen, 3 Promille und gekotzt und dann gehofft, sie fühlen sich besser durch den Rotz. Aber fragst du mich nach meinem Willen und um wie viel Promille ich entschlossen bin? 999. Und ich fieber der Veränderung entgegen, lasse los und fühl mich frei von meinen Ängsten und den Elend. Es wird Zeit, sich von dem Leid zu befreien. Meine Hater hören sich an wie Amis und schreien nein, nein, nein. Denn ich will für deutlich Höheres bestimmt. Ich heb die Faust und hoffe nun, dass mir was Schöneres gelingt. Da kann ja eine Türe schließen, doch dann öffnet sich im Leben gleich die nächste und laufe dem Licht entgegen. Meine Fantasie den Weg zeigt, wenn ich ein paar Engelschöre höre, die belebt scheinen. Und man könnte schwören, dass ein lässig dummer Quälgeist plötzlich verschwindet. Danach bin ich an Ideen reich. Und meine Fantasie den Weg zeigt, wenn ich ein paar Engelschöre höre, die belebt scheinen. Und die klingen schön, doch ich merke, das versteht kein anderer Weggefährte, aber macht mich ideenreich.